turbulenten Situationen in unserem Stück entstehen dadurch, dass zwei Welten der Spielerin aufeinanderstoßen. In der eine Spielerin vielleicht etwas tut, was der anderen gar nicht so richtig gefällt. Und sie aber damit umgehen muss. Dieser innere Umgang mit dem, was uns vielleicht stört oder was für uns als Chaos empfunden wird, das ist der Motor des Stücks. Lola! Karo, vielleicht das nach hier? Manchmal gibt es dann auch schöne Überschneidungen, wo man sieht, oh, beide mögen das genauso, beide haben Spaß, wie es jetzt gerade ist. Aber es geht eben sehr viel in dem Stück um diesen Konflikt von, das ist meine Art, Spaß zu haben, das ist deine Art und wie können wir das zusammenbringen und verbinden.